Moin! Letztes Jahr haben wir uns die neue Sony Alpha 7R IV zugelegt. Um das Potenzial der Kamera im Filmmodus voll ausschöpfen zu können, haben wir uns auf die Suche nach einem passenden Cage gemacht. Wir haben nur bei drei Anbietern einen speziell für die Sony Alpha 7R IV entwickelten Cage gefunden. Einmal bei Smallrig für rund 75 Euro, dann noch bei Aidsyn für rund 156 Euro und zuletzt bei Zacuto für rund 231 Euro. Dieser Cage von Zacuto kostet zwar dreimal so viel wie der günstige Cage von Smallrig, trotzdem haben wir uns für Zacuto entschieden, weil wir die beste Möglichkeit sehen, hier Zubehör auf dem Blitzschuh zu montieren. Neben dem Cage haben wir noch weitere Zacuto-Produkte bestellt, um das Kamerarig zu erweitern. Einen Side-Handle, ein Top-Handle und der zum Cage zugehörige HDMI-Adapter. Der Aufbau ist recht simpel und selbsterklärend. Um den Top-Handle zu befestigen, schraubt man zuerst die Klammer auf und kann sie dann auf die am Cage verbaute Schiene schieben und wieder befestigen. Die Schiene bietet den Vorteil, den Schwerpunkt des Rigs über den Top-Handle schnell und unkompliziert zu ändern. Der Side-Handle für rund 115 Euro besitzt genau wie der Top-Handle auch eine Klammer, um seitlich am Cage angeschraubt zu werden. Dafür die Klammer in die vorgesehene Schiene schieben und wieder festziehen. Sowohl der Top als auch der Side-Handle sind hochwertig verarbeitet und die hölzernen Griffe liegen angenehm in der Hand. Um Problemen beim Anschluss eines externen Monitors per HDMI vorzubeugen, hat Zacuto einen HDMI-Adapter für den Cage mitgeliefert, der sich einfach in die dafür vorgesehene Klammer einspannen lässt. Zacuto hat die Klammer so gestaltet, dass sich die Höhe des HDMI-Adapters durch Lösen derselben Schraube verstellen lässt. Die Befestigung ist durch die eine Schraube überraschend stabil. Wir haben uns bewusst nicht für den normalen Top-Handle für rund 202 Euro, sondern für den Extended Top-Handle für rund 20 Euro mehr entschieden, um ausreichend Platz für unser Tonzubehör auf dem Blitzschuh der Kamera zu haben. Der Extended Top-Handle lässt sich recht schnell kürzen, falls man das System kompakter halten will. Dann kann man mit einem Inbusschlüssel, der leider nicht mitgeliefert wurde, die Verlängerung vom Top-Handle ganz einfach lösen. Als nächstes muss der untere Teil der Klammer von der Verlängerung gelöst werden. Hier ist der Zugang für den Inbusschlüssel leider nicht so einfach. Dies ist der einzige Kritikpunkt, den wir bisher in diesem Set gefunden haben. Nach Lösen mit dem Schlüssel kann man die Schraube mit der Hand aufdrehen. Ein bisschen frickelig, aber es geht. Nun verbindet man die Klammer wieder mit dem Inbusschlüssel am Top-Handle. Danach kann man die Klammer wieder auf die Schiene im Cage schieben und hat so die gewünschte Kompaktheit. Um die Sony in den Cage einzubauen, lösen wir zuerst die Befestigungsringe für den Kameragurt. Hierfür die Plastiküberzieher rausklicken und als nächstes die Ringe wie bei einem Schlüsselbund rausdrehen. Danach schiebt man die Kamera in den Cage und stellt sie auf den Kopf, um sie mit der mitgelieferten 1/4 Zoll 20 Schraube zu fixieren. Danach verwendet man auf der linken Seite der Kamera die Öse der Kameragurtbefestigung, die übrig geblieben ist, um die Kamera zusätzlich zu sichern. Hierfür hat Zacuto eine passende Schraube inklusive Inbusschlüssel mitgeliefert. Die Stelle ist schwierig zu erreichen, gibt der Kamera aber einen besseren Halt im Cage. Jetzt muss man nicht mehr nur auf eine Schraube, die Kamera sichert, vertrauen. Insgesamt haben wir für das fertige Set rund 567 Euro bezahlt. Ein stolzer Preis, den wir unserer Meinung nach gerne bezahlen, um die teure Sony Alpha 7R IV zu schützen und in ihrer Funktionalität nicht einzuschränken. Alle Bedienelemente sind weiterhin gut erreichbar. Um weiteres Zubehör an der Kamera zu befestigen, verfügt der Cage über zahlreiche 1/4 Zoll 20 Gewinde. Neben den Top-Handle verfügt auch der Side-Handle über einen Blitzschuh-Mount, um beispielsweise eine LED-Leuchte befestigen zu können. Die Holzgriffe fassen sich nicht nur gut an, sondern sind auch ein schönes optisches Element. Insgesamt ein Setup, das sich gut mit der Sony Alpha 7R IV verträgt. Wir hoffen, wir konnten einen guten Überblick über die Möglichkeiten des Zacuto Cages geben und bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Johann und Friedrich.